Meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich habe wieder einiges an Themen vorbereitet. Und bevor ich zum Hauptthema komme, erstmal etwas in eigener Sache. Mir ist es aufgefallen, dass es immer mehr in wird bei sogenannten Pseudochristen oder Wölfen im Schafspelz, den ganzen Tag Videos über andere YouTuber zu machen. Scheinbar ist dort der Verwirrung keine Grenzen gesetzt. Ja, manche müssen ihre Dummheit oder ihre Verwirrung und ihre Boshaftigkeit, die sie im Herzen tragen, wie eine Krone vor sich hertragen. Und das geht dann manchmal so weit, wie es jetzt am Sonntag war, dass ich mich gezwungen war, die Polizei einzuschalten und eine Strafanzeige zu starten. Und zwar dachte da irgendjemand, unreifes oder psychisch krank oder was weiß ich, was mit den Menschen los ist. Okay, ich weiß es, ich werde auch gleich darauf zu sprechen kommen, warum das so ist. Jedenfalls meinte dieser Mensch, es wäre witzig oder geistreich oder in Gottes Sinne, Videos über mich zu machen, mit Technomusik unterlegt, mit unreifer, dummer Musik unterlegt. Und sogar ein Video zu machen, wo die komplette Privatadresse von mir zu sehen war. Was die Intention dahinter war, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Jedenfalls ging dieser Schuss nach hinten los. Denn natürlich ging ich direkt zur Polizei, nahm ein Foto dieses Videos mit, eine Stunde später, die mir gestohlen wurde, wo meine Frau sich auch Sorgen machte, war an einen Strafantrag gestellt. Polizei hat oder wird einen IT-Techniker einsetzen und dieser Herr, der sich inzwischen schon bekannt hat dazu, ja, der wird dann, vielleicht hat er schon, ich weiß es nicht, oder wird in Kürze Besuch bekommen von den netten Herren der Polizei. Ja, und in diesem Moment kannte er dann plötzlich auch die Bibel. Als er wusste, dass es kein Spiel mehr ist, wollte er mich dann plötzlich mit der Bibel konfrontieren. Nur wo war die Bibel vorher? Solche Leute reden dann plötzlich von Vergebung. Vergebung hat man für Sünden, nicht dafür, wenn man das Gesetz übertritt oder wenn man direkte Straftaten begeht. Und noch einmal da draußen an all die Leute, die meinen, es wäre witzig. Und all dieses Otterngezücht, was in den 5 Jahren, wo ich jetzt Videos mache, meint, es wäre cool oder lustig, oder ihr Ansehen auf YouTube würde steigen, wenn sie Videos über mich machen. Seid euch eines gewiss, all das nehme ich zur Kenntnis. Und all das ignoriere ich auch. Aber sobald einer von euch da draußen in mein Privatleben eingreift oder es passiert, dass meine Frau in Gefahr gebracht wird, dann hört für mich der Spaß auf und eine Anzeige ist so sicher wie das Amen in einer katholischen Kirche. Im Endeffekt tat dieser Herr mir nur leid, als ich herausgefunden habe, wer dahinter steckt. Die Verwirrung der Menschen ist sehr, sehr, sehr groß. Und was Menschen tun, wenn sie einmal eine Verwirrung bekommen haben. Und die meisten Christen wissen noch nicht mal, dass so eine Verwirrung von Gott selber kommt. Und man denkt sich oft, was geht in den Köpfen solcher Menschen vor, weil sie teilweise noch meinen, sie würden Gott einen Gefallen tun. Aber auch die Leute, die Jesus damals ans Kreuz nagelten, waren der festen Überzeugung, dass sie Gott einen Gefallen taten. So weit geht die Verwirrung. Und wie sowas zustande kommt, ein anderes Beispiel. Ich sah eine junge Frau auf Facebook, die ich merkwürdigerweise auf meine Freundesliste hatte. Ich weiß nicht, wie die da hinkam. Die postete ein Foto von sich selbst, völlig in sich selbst verliebt, mit der Unterschrift: Ich bin so schön, Gott muss mich vor Adam kreiert haben. Es ist kein Fehl und Tadel an mir und so weiter und so fort. Denn es steckt pure Blasphemie dahinter. Nur weil irgendjemand ein schönes Aussehen hat,
dass man direkt blasphemisch reagieren muss und meint, vor Adam zu stehen. Das ist pure Verwirrung. Da ist Folgendes in den Köpfen los: Diese Menschen haben einen Geist der Verwirrung und die hat Gott über sie ausgegossen. Diesen Geist hat Gott über sie ausgegossen. Unter anderem liest man es in 2. Thessalonicher 9. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder tut, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung, in der anderen Bibel steht Verwirrung, senden, so dass sie der Lüge glauben, also dem Satan, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Die Würze liegt in dem Satz, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Was ist damit gemeint? Sie haben die Liebe zur Wahrheit. Das heißt, sie haben Jesus nicht wirklich geliebt. Jeder Pseudochrist hasst in Wirklichkeit Jesus. Die meisten Menschen hassen Jesus in Wirklichkeit, weil sie den Geist der Ablehnung haben. Sie haben mangelnde Vergebung in sich. Sie spielen die Liebe zu Jesus Christus. Sie haben aber keine persönliche Beziehung zu ihm. Sie lieben ihn nicht, sie hassen ihn. Und weil Gott das merkt und sich das nur eine gewisse Zeit anschaut, schickt ihnen dann einen Geist der Verwirrung. Und dann wird es um diese Menschen ganz schlimm, sieht es dann aus. Und was solche Menschen dann tun, das war jetzt ein Beispiel hier Sonntag. Wenn man wirklich denkt, man würde Gott einen Gefallen tun oder es hätte irgendwas mit christlichem Handlung zu tun, von einem YouTuber die Privatadresse preiszugeben. Da sieht man, dass solche Menschen verwirrt sind oder gar schon verworfen sind. Und das ist schrecklich, aber es ist biblisch. Wo haben wir das? Eine Schwester hatte eine Frage. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier noch gekennzeichnet. Ja, ich wollte das auch mal mit reinnehmen, nur kurz anschneiden. Und zwar, wie lautete die Frage? Ja, die zurückhaltende Kraft von Jesus. Die zurückhaltende Kraft von Jesus und die Geduld von Jesus. Ja, da könnte man natürlich ein komplettes Video drüber machen, über dieses Thema, über die Thematik. Aber ich werde es nur kurz erstmal nur kurz anschneiden. Ich werde mir das im Hinterkopf behalten für vielleicht für zukünftige Videos. Wie kommt das, dass Jesus so eine Geduld mit uns hat, dass er immer wieder Gnade mit uns hat? Wenn wir doch vergleichen, Alte Testament, Neue Testament, da sehen wir da eine Diskrepanz. Und zwar, im Alten Testament hat Gott sich nicht lange auf dem Kopf rumtanzen lassen. Wenn er gemerkt hat, dass die Leute sich gegen ihn wandten, wenn er gemerkt hat, dass die Leute anfingen, anderen Göttern zu dienen, hat Gott gesamte Völker ausgerottet. Und erst durch Gebete von Moses, durch Gebete von Abraham hat er dann sich beschwichtigen lassen und Gnade gezeigt in bestimmten Situationen. Aber es war doch, im Großen und Ganzen ist das Alte Testament sehr gefüllt mit Gott, der zeigt, wie er vernichtet, wenn man sich gegen ihn wendet, beziehungsweise wenn man ihm nicht die Ehre gibt als Schöpfer des gesamten Universums und meint, oh, ich kann ja auch andere Götter anbeten. Ich sehe es immer häufiger, auch in der heutigen Zeit. Ich treffe Leute, die sagen, ja, ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit dem Koran beschäftigt oder ich werde jetzt auch mal ein bisschen, ja, ich finde es ganz interessant aus Sympathie werde ich jetzt auch mal den Ramadan mit feiern. Denkt dran, dass ihr dadurch gegen das erste Gebot verstoßen habt. Ich bin Gott, dein Herr. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ja, und das habt ihr. Ihr zieht an einem fremden Joch, wo ein Christ nichts zu suchen hat. Und ich muss nicht aus Sympathie oder aus Toleranz irgendwelche anderen Gepflogenheiten eines Götzendienst annehmen, sondern wir sollen einen einzigen Gott dienen und es gibt nur einen einzigen echten Gott. Und dieser Gott hat Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, geschickt, der sich für uns hat kreuzigen lassen.
damit wir mit dem Vater wieder versöhnt werden. Und kein anderer Gott hat das für uns getan. Kein anderer Götze hat das für uns getan. Weder aus Holz noch aus Stein noch aus irgendwelchen erfundenen, kopierten Religionen. So viel dazu. Ja, und dann ist mir immer wieder aufgefallen, dass es Leute gibt, die eine Wissenschaft gemacht haben aus das Zitieren von Bibelstellen. Die haben für jede Frage oder für jede Diskussion oder für jede Bruderschaft, Schwesternschaft, wo Christen zusammentreffen und einfach über Gott und Jesus reden, die haben keine Erkenntnis in sich. Die haben aber für jeden Satz haben die einen Bibelspruch. Und da ist mir aufgefallen, es gibt immer mehr Menschen, die zwar die Bibel zitieren, meistens nicht, weil sie sie selber lesen, sondern weil sie eine Bibel-App haben oder weil sie im Internet den ganzen Tag nach Bibelversen stöbern. Sie selbst haben leider keine im Kopf. Sie selbst lesen sporadisch die Bibel, wenn überhaupt. Aber sie zitieren gerne die Bibel, weil sie, wie ich es immer sage, als schlau dastehen möchten. Sie möchten als weise von den Leuten angesehen werden. Sie möchten, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, möchten sie gegrüßt werden. Oder wie Jesus sagte, in den Synagogen wollen sie ganz oben, ganz vorne sitzen, auf den noblen Plätzen. Aber das Problem an der Sache ist, unsere Aufgabe als Christ ist es nicht, die Bibel zu zitieren. Oder die Bibel zitieren kann jeder Dorftrottel. Wichtig ist, diese Bibelverse zu leben. Oder zitiert nicht Logos, sondern seid Teil von Logos. Jeder Christ sollte zu Logos werden. Logos leben, nicht zitieren. Jeder Mensch kann, ich kann auch Philosophen zitieren. Das heißt aber noch nicht, dass ich dieser Philosoph bin oder verstehe, was dieser Philosoph damit meinte. Da gibt es auch 1000 Beispiele. Kennen den Spruch von Friedrich Nietzsche: Wer mit Ungeheuern kämpft, sollte vorsichtig sein, dass er dabei nicht selbst zum Ungeheuer wird. Also starrt man lange genug in einen Abgrund, starrt der Abgrund irgendwann in einen selbst hinein oder zurück. Ja, Friedrich Nietzsche zitieren natürlich auch viele Leute gerne, die sich für schlau halten wollen. Er hat auch noch einen anderen Spruch geliefert, der hieß: Was uns nicht tötet, macht uns härter. Nur Friedrich Nietzsche selber hat seine eigene Philosophie selber nicht gelebt. Denn er endete damit, dass er sich selbst das Leben nahm. Ja, und diese Sprüche, solche Sprüche jetzt zu zitieren, machen aus uns noch keinen weisen Menschen. Wenn ich jetzt einen auf der Straße treffe und der mir diese Sprüche von Nietzsche zum Beispiel zitiert und ich sage, ja, was heißt das denn? Wer mit Ungeheuern kämpft, sollte vorsichtig sein, dass er dabei nicht selbst zum Ungeheuer wird. Ja, was heißt das? Ne? Das heißt, ja, ich weiß nicht. Ja, was sagt Logos? Logos sagt, man wird zu dem, was man hasst. Denn darin steckt Logos. Ob Nietzsche das wusste, keine Ahnung. Nochmal, Logos sagt, man wird zu dem, was man hasst. Das ist damit gemeint. So werden Männer oft zu ihrer Mama, wie ich schon in etlichen Videos sagte, weil sie einen Hass auf ihre Mutter haben. Aus welchen Gründen auch immer. Die Mutter hat den Vater gegen die Kinder gegen den Vater aufgehetzt. Die Mutter hat die Kinder nicht gleich behandelt. Fritzchen hat mehr bekommen als klein Rebecca. Kinder merken sowas, er wird dann mit zweierlei Maß gemessen und irgendwann entwickelt sich dann ein Hass auf die Mutter und man wird immer zu dem, was man hasst. Deswegen ist es oft so, dass Männer sich Frauen aussuchen, die eigentlich wie ihre Mütter sind. Und da ist dann vorprogrammiert, dass da kommt der Begriff Hassliebe her. Ne? Ja, das erkennt man aber nur, wenn man spirituell ist. Ne? Der spirituelle Mensch urteilt über alle Dinge. Ja, dann gibt es immer wieder diese Diskussion von Menschen. Ich höre es auch immer und immer wieder, diese Sprüche. Wir sündigen alle, jeder von uns fällt immer wieder. Ja, und dann frage ich oft, wer ist wir?
Wenn ein Mensch mit mir spricht und er sagt, wir sündigen alle, warum sagt er, wir sündigen alle? Woher will er wissen, ob ich sündige? Woher will er wissen, ob Fritz Müller sündigt? Er weiß nur, dass er sündigt. Aber das hört sich natürlich immer besser an, wenn wir sagen, wir alle sind Sünder. Wir alle fallen immer wieder. Aber ist es wirklich so? Ist es nicht wirklich so, dass du immer wieder fällst und du immer wieder sündigst? Aber weil diese Menschen ein Rudeldenken haben, die Verantwortung lieber an das Wir abgeben. Wenn ich sage, wir sind alle Sünder, dann fühle ich mich doch gleich besser. Es ist dasselbe, wenn ich sagen würde, wir sind doch alle Diebe. Wir klauen doch alle ab und zu. Nein, tun wir nicht. Und genauso ist es mit der Sünde. Nicht jeder Christ sündigt ständig oder sündigt überhaupt. Und nicht jeder Christ fällt ständig. Deshalb sage ich immer wieder, sprecht nur für euch selbst. Sprecht nur für euch selbst, denn ihr wisst nicht, was andere tun. Ihr wisst nichts von den Kämpfen anderer. Und nur weil ihr immer wieder fallt und eine Ausrede sucht oder eine Rechtfertigung oder die Sünde kleinredet, was eine ganz große Sünde vor Gott ist, die Sünde klein zu reden, aber sprecht nie für andere. Sprecht immer nur für euch. Ich sündige. Ich bin gefallen. Und das ist Mist, was ich gebaut habe. Und irgendetwas mache ich falsch. Weil wenn ich es richtig tun würde, würde ich nicht immer wieder in die gleiche Sünde verfallen und ich würde nicht immer wieder fallen überhaupt. Könnte es sein, dass das Logos in mir zu schwach ist, dass mein Glaube in mir viel zu schwach ist? Ja, das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber ich werde da nicht beistehen. Und wenn jemand zu mir sagt, ja, wir sündigen alle, nein, nicht wir, du. Nicht wir, du, spreche nur für dich. Die auf die Straße gehen, in eine Pulle Veltins in der Hand und von der lebendigen Beziehung, von ihrer lebendigen Beziehung zu Gott sprechen wollen. Das ist aber nicht Logos, es ist Spucken auf Logos. Weil, wenn diese Menschen Logos hätten, wäre die Pulle Bier nicht in ihren Händen. Weil die Pulle Bier ist nicht von Logos, sie ist von Antilogos. Ja. Denn wie es heißt es in der Bibel, wer die Sünde tut, dessen Vater ist nicht Gott, sondern Satan ist euer Vater. Es gibt natürlich etliche Bibelsprüche, die verlauten lassen könnten, dass es normal ist zu sündigen und dass jeder sündigt. Das ist aber eine falsche Interpretation, wenn ihr das meint. Das bezieht sich auf die Leute, bevor sie zu Jesus gekommen sind. Denn wer getauft ist durch Wasser und den Heiligen Geist, der hat Logos, in dem wohnt Logos, in dem wohnt der Heilige Geist und der verliert die Lust auf die Sünde. Nochmal auf dem Zitieren der Bibel zu sprechen zu kommen. Zu viele Menschen zitieren die Bibel ohne Logos. Und ich kann dazu nur sagen, hört auf, ohne Logos die Bibel zu zitieren. Denn Außenstehende, Leute, die nur so durch Hollywood wissen, was ist ein Christ, ja, was hört man von Christen? Ein Außenstehender, der euch da sieht, mit einer Kippe in der Hand, mit einer Veltins in der Hand, mit einem Joint in der Hand, voll mit Sünde bis zum Stehkragen, der hält euch nur für verrückt. Denn er merkt sofort, ihr lebt nicht, was ihr predigt. Und wenn der Zusammenhang nicht stimmt, wenn Logos nicht ins Puzzle passt, dann werdet ihr damit niemand zu Jesus führen, sondern ihr werdet den Hass auf die Christen, der weltweit von den Medien gepusht wird, den werdet ihr forcieren und ihr werdet Öl ins Feuer gießen. Und diese Menschen werden das Christentum noch mehr verabscheuen. Deswegen hört auf zu zitieren, hört auf zu lamentieren, sondern lebt es, lebt Logos. Wenn ihr Logos lebt, werdet ihr Teil von Logos. Jesus sagte, ich gehe zum Vater, der Vater und ich sind eins. Und ihr werdet mit mir eins oder sollt mit mir eins werden, so wie ich eins mit dem Vater bin. Das heißt, wer wirklich Jesus liebt, wer wirklich sein Kreuz trägt jeden Tag, wer wirklich sich selber verweigern will und tut jeden Tag, der wird Teil von Jesus Christus. Denn wir sind die Trauben und Jesus ist der Weinstock. Und die Traube gehört zum Weinstock.
Und der Weinstock gehört dem Gärtner. Der Gärtner ist Gott, der Vater. Und wenn wir sündigen, dann fallen wir in den Staub. Und irgendwann hat Gott die Nase voll und zertritt uns. Der zertritt die Taube oder lässt die Traube im Staub vertrocknen. Und dann sind wir nicht mehr Teil von Logos. Und Gott wird uns eine Verwirrung schicken. Es ist richtig, dass Gott uns züchtigt. Aber in Sünde zu verfallen, ist keine Züchtigung. In Sünde zu verfallen, ist schwach zu sein, weil entweder das Fundament nur aus Zwieback besteht und nicht aus Beton oder aus Marmor. Das Fundament besteht aus Zwieback. Und ich nehme das Opfer, was Jesus am Kreuz für mich dargebracht hat, nehme ich nicht ernst genug. Denn Jesus hat sich nicht dafür zu Tode quälen lassen und sein Blut für mich vergossen, dass ich leichtfertig sündige. Und wer das meint, wer meint, dass das okay ist und immer wieder tut und immer wieder wiederholt und denkt, ja, das ist so richtig und das auch predigt, der begibt sich auf ganz, ganz dünnem Eis. Und er wird über kurz oder lang erst eine Verwirrung von Gott bekommen, dann eine Chance umzukehren. Wenn er diese Chance nicht nimmt und weiterhin so weiterlebt und meint, das ist alles so richtig, dann wird er nicht nur eine Verwirrung erben, sondern eine Verworfenheit. Und wenn man erstmal einmal verworfen ist, dann gibt es sehr oft oder zum größten Teil kein Zurück mehr. So, aber jetzt zum Hauptthema endlich, und zwar zu der Entrückung. Und es gibt Tausende und Abertausende von Theorien über die Entrückung. Wer wird entrückt? Viele predigen, alle Christen werden entrückt. Dann ist die Frage, wann findet die Entrückung statt? Bevor die Welt vernichtet wird, bevor die Locust kommen, bevor Satan sich auf den Thron setzt, bevor der Komet aus dem All kommt. Wormwood heißt er in der englischen Bibel. In der deutschen Bibel wird er Wermut genannt, der ein Drittel des Meeres vergiftet und so weiter und so fort. Wir wissen, was in der Offenbarung steht. Menschen ohne Erkenntnis oder Menschen, die Angst haben vor der Wahrheit, die predigen, dass jeder Christ das alles nicht mitmachen muss, sondern wir werden ja alle entrückt. Aber lesen wir mal kurz, was die Bibel über die Entrückung sagt. Und es gibt einige Stellen über die Entrückung, aber ich bin jetzt hier bei, wir sind stehen geblieben letztens bei Korinther, 1. Korinther 34. Ich werde mal einfach vorlesen. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündiget nicht, denn etliche wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Möchte aber jemand sagen, wie werden die Toten auferstehen und mit welcherlei Leibe werden sie kommen? Du Narr! Das du säest, wird nicht lebendig. Er sterbe denn. Und das du säest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloß Korn, etwa Weizen oder der anderen eines. Gott aber gibt ihm ein Leib, wie er will, und einem jeglichen von den Samen seinen eigenen Leib. Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sondern ein anderer Fleisch ist der Menschen, ein anderer des Viehs, ein anderer des Fisches, ein anderer der Vögel. Und es sind himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Eine andere Klarheit hat die Sonne, eine andere Klarheit hat der Mond, eine andere Klarheit haben die Sterne. Denn ein Stern übertrifft den anderen nach der Klarheit. Also auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ist ein natürlicher Leib, so ist auch ein geistlicher Leib. Wie es geschrieben steht. Der erste Mensch, Adam, ward zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der da lebendig macht. Ja. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, heißt es. Also hatte der Mensch am Anfang noch kein Fleisch.
Erst Gott gab ihnen das Fleisch und Satan hat es vergiftet. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche danach, der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der andere Mensch ist der Herr vom Himmel, also Jesus. Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen. Und welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, also werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das sage ich aber, lieben Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. Also die meisten Leute oder viele Leute denken, dass wir so in den Himmel kommen, wie wir sind mit diesem Körper. Das ist natürlich nicht so, denn der Körper verwest, das Fleisch verwest und das wirkliche Ich oder das wirkliche Wir, unser Geist, der kommt in den Himmel. Denn unser Fleisch ist eh vergiftet und Satan vergiftet. Deswegen streitet auch der Geist ständig gegen unser Fleisch. Und daher kommt das Sündigen, wenn das Fleisch über den Geist siegt. Aber wenn wir wirklich den Geist Gottes in uns haben, sollte der Geist über das Fleisch herrschen. Das heißt, die Sünde sollte nicht von uns Besitz ergreifen. Die Lust auf die Sünde wird so lange da sein, solange wir Fleisch im Fleisch leben. Aber der Geist sollte über das Fleisch herrschen. Und deshalb sollten wir auch nicht sündigen. Und dann hier, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Da hören wir, zur Zeit der letzten Posaune. Die letzte Posaune in der Offenbarung ist, wenn alles geschehen ist. Wenn ein Drittel der Erde zerstört wurde, wenn Wermut das Meer vergiftet hat, wenn die Lokust über die Menschen hergefallen sind und die Menschen gequält worden sind, wenn all diese Katastrophen über die Erde hereingebrochen sind, dann wird die letzte Posaune erklingen. Und dann wird erst die Entrückung sein. Also die Menschen, die meinen, dass sie vorher alle schon entrückt werden und nichts von dem Elend mitmachen müssen, das ist nicht so. Aber jemand, der wirklich mit Jesus geht, jemand, der wirklich echten Glaube in Gott hat, der hat da keine Angst vor. Denn alles kommt, wie es kommen muss. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also die Toten werden auferstehen, die schon gestorben sind, die werden auferweckt. Und die Leute, die bei der Offenbarung noch leben, die werden dann verwandelt und die werden entrückt. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, dieser Vers wird auch gerne und häufig von Christen ohne Erkenntnis falsch interpretiert. Sie interpretieren es folgendermaßen, dass wir keine Angst haben müssen vor Dämonen oder dämonischen Angriffen, dass der Teufel uns ja nichts mehr kann, denn Jesus hat ihn besiegt. Ja, aber Satan herrscht noch auf dieser Erde, bis Jesus zurückkehrt und ihm seine Macht nimmt. Ich lese mal weiter. Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Ja, Verzeihung, Anruf. Die Leute haben immer noch nicht kapiert, dass ich donnerstags abends ein Video mache. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Also ohne das Gesetz gab es noch keine Sünde. Deswegen waren Adam und Eva ohne Sünde. Erst durch den Sündenfall. Also dass sie sich gegen Gott erhoben haben oder gegen Gottes Gesetz verstoßen haben, dadurch ist das Gesetz in Kraft getreten. Der alte Bund, Moses, Abraham und so weiter. Und lesen wir kurz weiter. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesum Christum. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmet immer zu,
in dem Werk des Herrn. Sintemal, ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Moment, es geht noch weiter. Ich habe das nicht alles markiert. Aber ich lese mal nur das, was jetzt markiert wurde. Und zwar ist das bei 22, mache ich mal weiter. So jemand den Herrn Jesum Christ nicht lieb hat, der sei Anathema, Maranatha, das heißt, der sei verflucht, unser Herr kommt. So viel dazu. Jetzt bevor ich nochmal weitermache, hatte ich noch vergessen, mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch darauf eingehen, was die Schwester gesagt hat, nämlich bezüglich Jesus. Warum hat Jesus so eine Geduld mit uns? Beziehungsweise, wie hieß es? Die zurückhaltende Kraft. Jesus selber Jesus ist unser Fürsprecher, unser Sprachrohr vor Gott quasi. Warum ist das so? Weil Jesus selber Mensch wurde. Er wurde vom Vater geschickt, wurde Fleisch oder wurde im Fleisch geboren und er weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist, die fleischlichen Gelüste zu haben. Aber Jesus war der Einzige, der diesen fleischlichen Gelüsten standhielt, der sämtlichen Verführungen Satans standhielt und sich nicht verführen ließ. Und mit 30 Jahren fing er an zu predigen, mit 33 wurde er gekreuzigt. Das heißt, er wusste von Anfang an, was sein Weg ist und er wusste, dass sein Weg der Tod am Kreuz sein wird. Er ist für uns gestorben, aber er weiß, wie es ist, 33 Jahre lang im Fleisch zu leben. Im Fleisch zu leben, meinte ich jetzt nicht, dass er gesündigt hat, aber er kam auf die Erde, wurde von seinem Vater geschickt, wurde ein Mensch und wusste, wie all diese Limitationen sind, die Schwächen, die ein Mensch hat. Und deswegen setzt er sich vorm Vater für uns ein. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen, ist Jesus unser Fürsprecher. Er kann auch das Urteil über uns sprechen, je nachdem, ob wir ihn wirklich geliebt haben, ob wir Jesus wirklich gefolgt sind, ob wir unser Kreuz getragen haben. Wird er unser Fürsprecher sein oder er wird uns mit seinem Wort verdammen? Ja, und Jesus hat diese Geduld. Er hat es gesehen bei seinen Jüngern. Er war so lange mit seinen Jüngern und er sagte, wie lange muss ich euch noch ertragen? Weil er immer wieder gesehen hat, dass sie an ihm gezweifelt haben, dass ihr Glaube nicht wirklich stark war. Aber Jesus weiß um unsere Schwächen und er weiß, dass er sehr viel Geduld mit uns haben muss. Und er hat sehr, sehr viel Gnade. Würde Jesus nicht unser Fürsprecher sein, dann hätten wir viel weniger Gnade. Und wir haben es gesehen, ich muss es nochmal vergleichen mit dem Alten Testament, wo Moses die Leute aus Ägypten brachte in Gottes Namen. Und sobald mal ein kleiner Sturm aufzog, sobald die Leute mal nichts zu essen hatten, fingen sie sofort an, Gott in Frage zu stellen und wollten sich zu anderen Göttern hinwenden. Und Moses betete dann für das Volk, weil Gott wollte sofort alle ausmerzen, wollte sie alle niederstrecken und sagte sogar im Alten Testament, es reut mich, den Menschen geschaffen zu haben, denn er hat nichts als Bösartigkeit im Herz und Rebellion und so weiter und so fort. Ja, und Jesus ist aber unser Fürsprecher und im Neuen Testament existiert weitaus mehr Gnade. Und da können wir wirklich glücklich sein, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Denn sonst werden wir, vor Gott würde keiner von uns bestehen. Denn, wie heißt es so schön in dem Psalm, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. So, ich mache noch ein bisschen weiter. Und zwar sind wir jetzt hier bei Epistel 5, Pauli an die Korinther. Also in der alten Bibel heißt es nicht Paulus, sondern Pauli. Und es ist hier 1. Kapitel 4. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass wir auch trösten können,
die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Denn gleich, die Leute kapieren es echt nicht, dass ich heute Videos mache. Ich hätte mein Handy vorher ausstellen sollen. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Also das ist auch wichtig für die Leute, die meinen, wenn man Christ geworden ist, dass wir leben hier auf Erde wie die Könige. Das sagt uns die Bibel nicht. Auch die Jünger von Jesus haben nicht gelebt wie die Könige. Sie wurden getötet, sie wurden geköpft, sie wurden gesteinigt, sie wurden gekreuzigt. Also das Heil wird uns noch nicht hier auf Erden versprochen, sondern im Himmel, auf die Erde, auf die neue Erde, auf das neue Israel, was da kommen wird. Da werden wir unseren Lohn bekommen. Wir haben aber Trübsal oder Trost, so geschieht es euch zugute. Ist es Trübsal, so geschieht es auch zu Trost und zu Heil, welches Heil sich beweiset. So ihr leidet und Geduld, dermaßen wie wir leiden, ist es Trost, so geschieht auch das euch zu Trost und zu Heil. Das heißt, beides hat seinen Sinn. Wenn wir leiden, wächst dadurch unser Glaube, wenn unser Glaube natürlich das richtige Fundament ist. Wenn natürlich, wie gesagt, unser Fundament nur aus Zwieback ist und der erste Sturm zieht auf, im Privatleben läuft man nicht alles so, wie wir uns das so vorstellen, dann teilt sich schnell die Spreu vom Weizen und viele fallen vom Glauben und sagen, ja, wenn es einen Gott geben würde, warum habe ich dann so ein schlimmes Leben, warum habe ich denn so ein elendes Leben? Aber Leute, die so denken, die kennen die Bibel nicht, denn Jesus hatte keinen Zuckerschlecken in seinen 33 Jahren. Die Jünger hatten alle keinen Zuckerschlecken und echte Christen werden getestet und haben auf dieser Welt Trübsal und harte Zeiten, weil noch herrscht hier dieser Satan halt, dieser Teufel. Ich mache noch mal einmal kurz weiter. Und bei uns beschlossen hatten wir, müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also wir sollten uns nicht selbst erhöhen, wir sollten nicht auf uns selber achten, wir sollten uns nicht als etwas Besonderes erachten, sondern wir sollten immer auf Gott sehen. Und unsere Hoffnung ist auf Gott. So, und jetzt komme ich auch mal endlich zum Ende. Ja, es war ein Gestammel und Gebrammel, ständig Störung. Ich muss etliches rausschneiden. Ich hoffe, dass trotzdem einigermaßen Logos sich herauskristallisiert. Das werden wir im Endprodukt sehen. Verzeihung, die ganzen Störungen und die Schnitte. Ja, ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes kommendes Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt in Jesus Christus, bleibt in Logos. Lasst euch nicht verwirren, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht auf den breiten Pfad ziehen durch falsche Schlangen, durch Satan. Sondern achtet immer drauf und betet dafür, dass Jesus euch immer wieder auf den schmalen Pfad führen wird. Bis zum nächsten Video. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ciao.